dem sportlichen Teil zur Pressekonferenz beginnen und da vielleicht gleich das Wort an den Teamchef geben, zu sagen, was sind jetzt die Erwartungen von dir für dieses Trainingslager jetzt in Spanien? Der Abstand ist so weit. Also irgendwie so. Ja, auf der einen Seite natürlich, dass wir den einen oder anderen neuen Spieler, der jetzt heute mit da nach Spanien fliegt, integrieren können, anschauen können, uns ein Bild machen über ihre Stärken, über ihre Menschlichkeit, ob sie auch dazu passen könnte. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich im taktischen Bereich weiter unseren Weg gehen, dass wir die eine oder andere Einheit da mit dabei haben, dass wir natürlich auch das Schweiz-Spiel vorbereiten werden. Und die Woche geht ja eh dann sehr schnell wieder vorbei. Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, wir starten gleich mit euren Fragen. Bitte in das Mikro sprechen, weil sonst ist der Abstand so groß, sonst versteht man das nicht. Ja, an der Felber. Erste Frage an Marco. Unglaublich, das Tor gegen Chelsea. Du grinst jetzt noch über das ganze Gesicht. Welche Bedeutung hat dieser Treffer für dich gehabt? Wie viele Emotionen hat er hervorgerufen? Ja, ich denke, es war nicht nur ein wichtiges Tor für mich. Ich denke, es war auch ein wichtiges Tor für unsere Mannschaft. Es ist nicht einfach, denke ich, gegen Chelsea zu gewinnen. Und wenn man dann auch noch das Siegestor macht und den entscheidenden Treffer, dann ist das natürlich ein schönes Gefühl. Hast du mit deinem Schweizer Teamkollegen auch schon über das bevorstehende Länderspiel gesprochen? Wir haben uns ein bisschen austauscht, ja. Und was ist dabei rausgekommen? Ja, er glaubt, er gewinnt und ich glaube, wir gewinnen. Weitere Fragen? Peter Linden und dann der Christian. Bei dem Thema Chelsea zu bleiben, war der Mourinho für dich eine besondere Motivation aufgrund dieses Inter Mailand Jahres oder ist das bereits vergessen? Ja, ich glaube, das ist jetzt das fünfte Mal, dass ich gegen ihn spiele. Irgendwann hört das auch auf, aber er war nicht dabei, er war nicht im Stadion. Es ist natürlich immer schön, ihn zu sehen und gegen ihn spielen zu dürfen, aber diesmal war er nicht im Stadion und diesmal habe ich auch das Tor gemacht. Christian Hartl. David, du bist ja, wie wir alle sehen, und du arbeitest absoluter Hochform. Ist es jetzt einmal angenehm, 10 Tage kein Spiel zu haben, so ein Trainingslager? Wie fühlst du dich körperlich? Na, natürlich müsst ihr dort auch arbeiten, aber kann man das, tut das jetzt ganz gut in dieser Phase? Ja, ich denke schon, dass es jetzt mir gut tut in dieser Woche, dass ich wieder ein bisschen runterfahren kann. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen wirklich sehr viele Spiele und sicherlich wird man da ein bisschen müde, aber ja, ich glaube schon, dass dann diese Woche dann irgendwo auch gut tut. Ramazan, zum ersten Mal seit langem ist es fix, dass Sie die Nummer 1 sein werden. Jetzt beim Spiel gegen die Schweiz, das hat der Teamchef schon gesagt, sollte nichts Großartiges passieren. Eine Chance, die was bedeutet für Sie? Ja, zuerst mal hat es immer so einen negativen Touch, wenn man das Länderspiel macht, weil der Kollege sich verletzt. Und ja, es bedeutet nur, dass ich mich freue, dass ich ein Länderspiel bekomme und dass ich mit den Jungs, die hier sind und mit denen, die wir jetzt das Trainingslager bestreiten werden, das genießen werde, im vollen Ernst-Happel-Stadion aufzulaufen und alles dafür geben werde. Was ist der Vorteil von einem Trainingslager, das nicht in Österreich stattfindet? An mich? An alle. Das Wetter, wenn man da rausschaut. Glaube ich. Und ja, ich glaube, dass wir da super Bedingungen haben. Wir waren da schon letztes Jahr, können da wirklich in Ruhe arbeiten und
da kann der Trainer auch in Ruhe mit uns arbeiten. Und ich glaube schon, dass es uns gut tut, mal weg von allem zu sein. Gibt es doch Zeit für andere Sachen außer Fußball? Trainer? Ich habe da euch gefragt. Das bereden wir dann intern. Peter, what? An den Rambo. Es war Samstag bereits ein kleines Duell Österreich-Schweiz, der Torhüter. Was für einen Eindruck macht der Herr Sommer auf dich? Das spielt auch. Ja, der Jan ist ein sehr guter Torwart. Ich glaube, der hat das letzte Saison auch schon bewiesen. Keiner hätte ihm, glaube ich, so einen guten Durchbruch zugetraut, nachdem er von Basel nach Deutschland gewechselt ist. Und er macht seinen Job sehr gut. Und wir haben schon ein Trikot getauscht und wir haben schon abgemacht, dass das Ländertrikot auch getauscht wird. Christian, nimm das. Marco, das hätte man wahrscheinlich vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass jetzt am Dienstag die Nummer 10 gegen die Nummer 11 der Weltrangliste spielen. Wenn du so vergleichst, diese Gemeinsamkeiten Österreich-Schweiz, worin bestehen das? Sind beides kleine Länder, aber im Fußball mittlerweile groß geworden. Ja, ich denke, das, was man jetzt unterscheiden kann, dass wir eine starke Mannschaft haben und die Schweiz auch eine starke Mannschaft. Wenn man so schaut bei der Schweizer Mannschaft, sieht man dort auch eigentlich fast alle Spieler Legionäre und sehr viele dabei sind, die was bei einem Topverein spielen. Und bei uns ist das gleiche. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich den Unterschied jetzt zwischen Schweiz oder Österreich sehen sollte. Aber das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass wir wieder Gas geben und uns 3 Punkte holen. Tonade. Ja. Herr Koller, was würde es für Sie bedeuten, dieses Länderspieljahr ohne Niederlage abzuschließen? Letztes Jahr war es ja Brasilien, was letztendlich dieser Bilanz einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und jetzt dieses Länderspieljahr ungeschlagen zu beenden, ein nächstes Karriere-Highlight auch für Sie als Trainer? Ja, es wäre natürlich fürs Team, für alle, die da natürlich mitarbeiten, wäre das ein fantastisches Jahr, wenn wir das jetzt auch noch mit einem Sieg beschließen könnten. Und ja, ich denke, grundsätzlich wollen die Schweiz aber auch gewinnen. Ja, ich habe es eh schon gesagt, dass das sehr ausgeglichen sein wird, das Spiel. Gehe ich mal davon aus, dass, so Marco hat es eh gesagt, auch viele Legionäre mit dabei sind, dass sie da jetzt vielleicht nicht so durch die Qualifikation gerauscht sind, aber dann schlussendlich auch souverän einmal mehr wieder qualifiziert. Und das spricht in dem Sinne natürlich schon auch für die Schweiz. Einige Spieler sind aufgrund von Verletzungen nicht dabei. Jetzt hat doch das Latko abgesagt oder absagen müssen nach Rücksprache mit Ihnen. Gibt es sonst irgendjemanden, Baumgartlinger vielleicht, der dort mehr Reha machen wird müssen als trainieren? Nein, das Ziel ist natürlich schon so, dass er dann auch einsteigen kann. Wir haben jetzt ihn noch nicht gesehen. Ich habe vorgestern mit ihm noch telefoniert. Und ja, also da müssen wir jetzt sicher Anfang Woche das mal besprechen mit dem ersten Team und dann denke ich aber schon, dass er dann Mitte Woche wieder einsteigen kann. Eine Frage noch zu den Pressen. Welche gefallen Ihnen besser, die eng anliegenden oder die ein bisschen weiter sind? Ja, es kommt natürlich auf die Figur drauf an. Also wenn du eng anliegend hast und du kannst es tragen, dann sieht das schon richtig gut aus. Beim einen oder anderen ist vielleicht besser ein bisschen weiter. Aber ich denke mal nicht die Spieler, sondern vielleicht eher. Es geht eher ins Betreuerteam rein. Gibt es den Herrn Haselmeier das Mikro? Herr Koller, wir haben die Ausfälle angesprochen, jetzt sind doch einige im Vergleich zu den vergangenen Länderspielterminen eigentlich einige mehr, die ausfallen. Wie wichtig ist es auch
zu sehen, dass die Mannschaft damit zurechtkommt, dass einige vielleicht nicht dabei sind, mehrere, mehr als ein, zwei Spieler. Jetzt in diesem Trainingslager und auch im Spiel gegen die Schweiz, jetzt auch im Hinblick auf die Euro, wo ja auch immer wieder so etwas passieren kann. Ja klar, das ist in dem Sinne natürlich wichtig und gerade jetzt haben wir sind vier Spieler mit dabei, die wir noch nicht kennen, die noch nicht bei uns mit dabei waren. Und durch die Verletzungen, also hat das Team hat das auch schon ein paar Mal bewiesen, dass man auch Ausfälle verkraften kann, dass man das umstellen kann. Und da habe ich absolut Vertrauen auch in die Spieler. Und jetzt auch, klar, die Neuen müssen wir mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, müssen die anschauen. Wir haben uns für die entschieden, aber das ist natürlich immer dann von der Tribüne aus und wenn du dann mit ihnen trainieren kannst auf dem Platz, dann siehst du natürlich mehr Details und an dem, wo wir arbeiten, das wollen wir versuchen herauszufinden, um eben auch diesen Pott an potenziellen Teamspielern zu vergrößern, wenn dann irgendwas passiert noch im nächsten Jahr, dass wir einfach auch bereit sind und wissen, ja, wer könnte den einen oder anderen dann auch vertreten. Herr Koller, ist jetzt die Zeit gekommen für Experimente auch personeller Natur? Nein, die Zeit, denke ich, ist nie da. Also sicher nicht mehr jetzt, um zu experimentieren. Es wird so sein, dass wir die Spiele jetzt mal anschauen in der Woche und dann entscheiden müssen, wie wir spielen wollen. Aber grundsätzlich so, wir wollen auch dann am Dienstag, 17. gegen die Schweiz gewinnen und versuchen da das Optimum rauszukitzeln, rauszuholen. Und ja, wie wir dann spielen werden, ist jetzt auch noch viel zu früh darüber zu spekulieren. Was werden denn die Schwerpunkte sein jetzt im Trainingslager in Spanien? Ja, ich weiß nicht, ob Sie nicht von Anfang an dabei waren, aber ich habe das am Anfang eigentlich schon gesagt. Und auch taktischer Natur wird da ein bisschen das ist intensiver ja klar, noch an neue Systeme dabei. Gefeilt? Nein, ein neues System können wir. Da haben wir keine Zeit, das ist zu kurzfristig und wir haben ein gutes und von daher ist da bei den Spielen immer auch die Möglichkeit, dass man vielleicht die eine oder andere Variante mal dazu nehmen kann, aber keine größeren Veränderungen. Es gab am Wochenende ein bisschen Aufregung um den Hinteregger, der ist beim Team immer Musterschüler gewesen. Ist das für Sie ein Thema, über das Sie mit ihm reden werden, oder ist das Clubsache? Ja, das ist im Club passiert. Also hat das mit dem Nationalteam nichts zu tun. Ich habe kurz mit ihm gesprochen, aber ich denke, betrifft ja das Nationalteam nicht, also müssen wir uns da auch nicht einmischen. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Florian erstmal. Herr Koller, Sie haben übermorgen Geburtstag, das fällt immer wieder in diesen Länderspieltermin im November. Kann man sich was wünschen fürs nächste Jahr? Was ist Ihr Wunsch fürs nächste Lebensjahr, was den Geburtstag betrifft? Und haben Sie irgendwie Sorgen, dass den Burschen vielleicht irgendwas einfällt übermorgen? Was man sich wünschen kann, denke ich, ist Gesundheit, das Wichtigste. Ja, also ich denke, der ein oder andere wird vielleicht gratulieren. Ich weiß nicht, ob es noch einen Kuchen gibt. Den werde ich teilen mit den Jungs dann. Wenn es sonst keine Fragen gibt, ich sage zum einen einmal herzlichen Dank noch einmal bei unserem Partner Puma, bei Matthias, auch beim Oliver. Zum einen, es gibt das Shirt als Replika, wird euch zur Verfügung gestellt. Haben wir die hautenge Variante oder eher die weitere Variante? Wir haben, glaube ich, die weitere Variante. Wer unbedingt Slimfit möchte, ja, dann halt mit dem Oliver sprechen. Na, vielen herzlichen Dank. Und es gibt auch einen Datenstick, wo das Fotomaterial drauf ist und auch der entsprechende Presseinformation dazu mit drauf ist. Sonst stehen wir circa derzeit bei 23.000.
und ab heute bieten wir auch die Möglichkeit des Printed Home. Soweit die Information. 21, glaube ich, habt ihr eh schon per Pressesendung auch mitbekommen mit den Nachnominierungen. Vielen Dank. Zur Info noch, Interviews am Flughafen sind jetzt dann keine mehr möglich, also auch nicht beim Einchecken. Danke.